Das Playlist immer abschließen. Nächster Halt, Kaneohe. The Pack wartet schon auf dich, um dir noch mehr von ihrer Rennkultur näher zu bringen. Racer. Jeder Fahrer aus den 80ern und 90ern kennt ihn. Die besten Fahrer haben ihre Motoren auf dieser Straße aufheulen lassen. Selbst berüchtigte Renngruppen wie der Midnight Club waren schon dort. Und das war die Inspiration für unser nächstes Event. Angeblich warst du mit meinem NSX wie ein echter Hascheria unterwegs. Interessant. Dann kannst du dich wohl auf etwas gefasst machen. Oh ja? Na dann los. Hey, du kannst kämpfen. Okay, die Show geht weiter. Pass auf, diesmal bist du in Renn Skyline unterwegs und du ahnst nicht, wie sehr sie an dem Wagen hängt. Kann man ihr beim R34 nicht verübeln. Das ist ein Kaiju. Der Skyline ist eine Legende, ein Kraftprotz, den man im Griff haben muss. Ja, Ren hat Jahre gebraucht, um die Bestie zu zähmen. Er heißt nicht umsonst Godzilla. Kurz gesagt, wenn du den schrottest, verkrümmel dich lieber. Die Strecke passt perfekt zum Rangan Spirit. Ein absoluter Mythos unter den japanischen Streetracern. Stell dir die Küste von Tokio vor und dann denk, niemals langsamer werden. Du musst schnell sein. Leute, ich glaube, das ist kein Problem. Wir reden hier schließlich über den Skyline. Diese Drachen sind riesig! Scharfe Kurve, Vorsicht! Wisst ihr noch, wie Shingo die Kurve in einem Midnight-Rennen verpasst hat, weil er vom Mondlicht verzaubert war?
Halt die Klappe. Ich erinnere mich. Gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Die moderne Drift-Technik wurde von japanischen Mechanikern perfektioniert, die in den Bergen ihre Rennen fuhren. Neben der schlechten Straßenbeschaffenheit gab es dort Haarnadelkurven und andere Hürden. Durch Driften kann man scharfe Kurven nehmen, ohne ausgebremst zu werden. Heißen diese Pässe Toge. Sie haben sogar einen eigenen Rennstil. Die gewundenen Serpentinen von Hawaii sind denen in Japan sehr ähnlich. Also ein idealer Ort, um dich zu trainieren. Besteht meistens nur aus zwei Fahrern. Dich erwartet also ein Duell. Geht es nur um uns. Warum lassen wir die festere Euphorie nicht mal beiseite und liefern uns ein echtes Duell? Ich zeig dir, worum es bei Toge geht. Bleib locker. Ich weiß, was du kannst. Daijoubu. Außerdem gebe ich dir unterwegs Tipps. Du hast mich. Aber warte nur ab.
Technik ist nicht leicht, aber wenn es dir gelingt, fühlst du dich wie der Größte und der Coolste. Vorsicht mit dem Auto. Fährst du einen 2002er Mazda RX-7. Er ist leicht, kompakt, hat einen Wankelmotor und sieht Hammer aus. Der gehört Hinata und sie glaubt, dass du mich damit schlagen kannst. Beweisen wir ihr das Gegenteil. Tunnel. Bei hohem Tempo wird's schwierig. Verlier nicht die Kontrolle. Bis ganz nach unten. Das ist der beste, aber auch der härteste Teil. Schleifen und das war's. Komm schon, zeig mir den wahren Togestil. Du musst ruhiger fahren. Gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Du hast bewiesen, dass du Drift-Techniken im Rennen beherrschst. Wie wär's mit einem Drift-Event, jetzt wo du aufgewärmt bist? An der Küste und der Blick auf das Meer ist toll. Jedenfalls sagt das meine Datenbank. Ich bin ja nur eine Maschine. Ich hoffe, du mochtest den RX-7, denn du wirst ihn in dieser Herausforderung wiederfahren. Allerdings diesmal komplett modifiziert und verbessert. Du hast das traditionelle Japan kennengelernt. Jetzt geht's in die Moderne. Achtung, der Kontrast ist beeindruckend.
Du hast Hayato im Togeduell geschlagen. Ich wusste, dass du es drauf hast. Hayato ist einer der besten Fahrer, die ich kenne. Jetzt bist du auf meiner Spielwiese, der Driftstrecke. Kommt das Driften aus Japan. Dort gibt es die größte Drifter-Szene und natürlich die besten Driftstrecken. So wie den Ebisu Circuit. Er ist das Mekka für Drifter aus aller Welt. Von Driftern für Drifter entworfen. Vielleicht lässt Motorfest dich ja irgendwann mal dort driften. Getunter RX-7. Stärker, aber elegant. Das ist mein RX-7 2.0 für dich. Die japanische Autokultur ist nicht nur durchs Driften bekannt. Sie hat zum Beispiel auch getunte Autos auf ein völlig neues Level. Komm schon, du bist fast da. Hol alles aus der Schönheit raus. Ich erlaub's dir. Gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Driften wird in japanischen Rennen gern genutzt, aber auch Drag Racing hat viele Anhänger. In der Nähe gibt es eine Dragstrecke. Diese Strecke ist bestens geeignet für Drag Races. Lass den Motor warm laufen und nicht blinzeln. Das wird schnell gehen. Thank you.
keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's.